Wiederholt haben kritische Betrachter meiner Shotcam-Filme angemerkt, ich mache beim Anschlag einen Wipper mit der Flintenmündung. Das scheint nur so, hier kurz erklärt. Ich antizipiere die Laufrichtung der Taube und richte die Flinte mit der Mündung aus auf den Startpunkt und erwarte, über die Flinte äugend, die Taube. Wenn sie schließlich erscheint, folge ich ihr mit dem Laufbündel und meine Augen bleiben kontinuierlich auf der Taube. Durch das Anschlagen kommt allerdings die Achse der Shotcam kurzfristig unter die Taube, um sie dann zu überholen und im Schuss davor zu sein, um sie zu brechen. So kommt dieser Wipper zustande. Ich hoffe, es habe hiermit genügend Erklärung gegeben. Nun das Ganze in echt und in Zeitlupe. Ich äuge über das Laufbündel. Die Läufe zeigen eben auf die Lauflinie des Hasens. Ich schlage an und schieße. Das sieht die Shotcam etwas anders. Anfänglich, weil die Waffe ist korrekt, 25 cm unterhalb meiner Schulterlinie mit dem Schaft. Dadurch zeigen die Läufe zunächst nach oben. Und während ich anschlage, bleiben sie in der Lauflinie, nehmen den Hasen auf und gehen nach vorne. Aber der Wipper ist so erzeugt. Das Korn meiner Flinte zeigt stets auf die schwarze Lauflinie des Hasens. Während der Schaft zur Wange geführt wird, ist die Waffe angeschlagen, sitzt die Waffe dort, wo sie sein soll, und der Schuss bricht.